Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey. Ultimate Edition. So, die Reiter kommen. Ja, also ich bin jetzt hier wirklich von den Socken. Also ein Spiel im Spiel im Spiel. Geil. Davon wusste ich gar nicht. Ich wusste zwar, dass ich mir was Gutes geholt habe, aber hier? Cassandra? Ja? Cassandra, was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Praktische Arbeit hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Du jagst gern. Ja, es gibt hier meistens Hirsche. Wenn du nach Dareios kommst, musst du gut mit dem Bogen sein. Einigermaßen. Bescheiden. Ich wollte gerade los. Willst du mich begleiten? Ja klar, sicher, Ich glaube logisch. schon. Das wäre schön. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Wie viele Hirsche kannst du wohl erwischen? Oh Gott. Finden wir es raus. Das Wild ist normalerweise hier. Guter Schuss. Dareios kämpft gut. Sicher kriegt er viel. Das jeden Tag, trotz seines Alters. Dein Vater ist ein Mann weniger Worte. Und das war noch einer seiner Gespräche am Tage. Trau mir. Da. Ein Eber in Makedonien? Das sieht man selten. Köstlich. Das ist. Sei still, er wird dich hören. Ich kann es fast schmecken. Weißes Wildschwein. Hoffentlich war das auch richtig. Aber die haben sich ja drüber unterhalten. Lecker. Wie kann es auch anders sein? Das macht alles gleich besser. Du bist ein guter Koch, Natak, für die Götter. Ein altes Familienrezept. Meine Großmutter würde sich freuen. Wir sollten alle so genießen wie die Götter. Wir? Götter? Wir können ja eine Weile lang so tun. In Wahrheit bin ich Söldnerin. Ich jage, um zu essen, wie du. Ich arbeite für Drachmen, wie du. Ich ziehe immer weiter, wie du. Doch ich sehe die Adlerfrau in dir. Deine Taten sind nicht nur Legende. Nö. Das ist wahr. Nach allem, was in Makedonien geschah, kannst du wohl nicht hierbleiben. Ich weiß nicht. Wir laufen immer weg, seit ich ein Kind war. Meine Mutter fand immer einen Weg. Egal, ob am Straßenrand oder in einer Höhle. Sie wärmte uns, beschützte uns. Sie gab uns ein Zuhause. Dieses Gefühl werde ich wohl nie wieder haben. Ist sie tot? Sie starb vor Jahren. Wie meine Geschwister. Es war der Orden. Damals sah ich meine Schwester Nema zum letzten Mal. Was ist mit dir? Mit deiner Vergangenheit?
Ich hatte nie ein Zuhause. Ich musste immer für mich selbst sorgen. In der Hoffnung auf so etwas wie Geborgenheit. Ich habe sie nie gefunden. Wie auch immer. Ich glaube ohnehin nicht daran. Wir werden von der Vergangenheit geformt, aber nicht bestimmt. Das ist wahr. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Da sind ja so viele Sachen aufgepoppt. Das ist ja schon echt der Wahnsinn. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also das sieht so aus, als wenn das so ein kleines Zwischenspiel Intermezzo ist, eine Ablenkung von dem Hauptspiel. Bin ich echt mal gespannt. Oh, da oben fackelt er doch. Du sagst, sie sind Perser? Dareios behauptet, König Xerxes getötet zu haben. Ha, das glaubst du doch nicht, oder? Tja. Ich glaube es. Von allen Lügen, die er erzählen könnte, wäre diese die unglaubwürdigste. Diese Lüge wäre Dolos würdig. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Dareios sagt, dieser Orden sei hier, um mich zu suchen. In der Notiz war auch die Rede von anderen... Es gibt noch andere wie dich? Wenn ich ihm Glauben schenke, ja. Aber woher weiß ich, dass Dareios nicht für den Kult oder den Orden arbeitet? Er hat doch gehört, dass du eine große Kriegerin bist. Vielleicht braucht er dich für den Kampf gegen den Orden. Wenn er nicht einer von ihnen ist. Die Frage ist doch, vertraust du ihm? Ich vertraue Dareios. Er ist voller Rätsel, aber kein Lügner. Das klingt, als müsstest du zurück zu den Persern, wenn du wissen willst, was wirklich vor sich geht. Dareios verbirgt etwas. So viel ist klar. Dann sei vorsichtig. Sein Geheimnis könnte eine Falle sein. Ich werde so vorsichtig sein wie immer. Genau das macht mir Sorgen. Ja, na wunderbar. Elbenschlechter, Eberfleisch, mehr Fragen als Antworten. Sprich, mit, also, mehrere Quests angenommen. Jetzt muss ich mal gucken. Mehrere Quests. So. Vom Jäger zum Gejagten. Die Jagd beginnt. Ja. Dann machen wir das als erstes, ne? Dann wollen wir mal hier hoch der Sache folgen. Aber wer sagt mir, dass ich das jetzt nicht zuerst machen muss? Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Sprich, aber da oben steht... Moment, hier ist so ein Ding. Eantides der Stolze. Sonderbarer Name. Vielen Dank, Malakka. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit das ist. Aber da steht schon 56, ein paar zerquetschte. Okay. Hylas Notizen. Werte Bewohner von Proteidaia. Wenn ihr diese Notiz gefunden habt, habt auch ihr den Verrat des Archon überlebt. In meinem Kopf halt nur ein Wort stetig wieder: Rache. Ein Mann, der sich selbst der Wächter nennt, hat mir einen neuen Lebenssinn gegeben. Aus dem Chaos der Welt wird eine neue Ordnung entstehen. Tretet dem Orden bei, geht zum Militärlager in den Sümpfen von Thermes, nehmt das Ordensrelikt und lest die beiliegende Notiz. Sie wird euch an euer Ziel führen. Nur die Mutigsten können sich der Bestie stellen. Hylas. Er wurde lebendig begraben und hat überlebt.
Aha, wollen wir hier? Nein, hier ist nichts. Oh. Also hier geht die muntere Sammelaktion weiter. Ja gut, klar. Ah. Nur komm schon. Ja. Oh, mal unter Bröckchen gucken. Ja, das wäre jetzt der Hammer gewesen, wenn ich keine Boxsagen gehabt hätte. Ja, wir Männer, ich weiß, wir sind Schweine. Aber gerne. Den hatte ich schon gelootet, ne? Ja, genau. Nur den einen dann noch nicht. Gut. Dann muss ich halt ins Versteck. Mhm. Aber ich muss ja nicht nur immer ihn lang, aber da oben steht halt ja, das ist halt ja, die Jagd beginnt. Hm. Na gut, dann beginnt die Jagd jetzt. Also das wird wohl wieder so eine kleine Nebenaufgabe, aber die nehme ich gerne mit, um mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Genau, das ist echt geil. Achso, warum mache ich das denn? So. Der sture alte Mann, er sucht auf eigene Faust nach dem Jäger. Was denkt er sich? Er sagt immer, ich arbeite allein. Aber so wird er wahrscheinlich auch allein sterben. Er braucht meine Hilfe. Unsere Hilfe. Mhm. Okay. Väter glauben immer, alles besser zu wissen. Du hast die Narben gesehen. Es werden mehr mit den Jahren. Wir müssen ihm bei der Suche nach dem Jäger helfen. Also, was jetzt? Mein Vater folgt seinen Hinweisen. Aber ich habe meine eigene. Der Jäger befehligt seine Handlanger, während er versteckt bleibt. Wir müssen sie finden und sie zwingen, uns zu verraten, wo er ist. Naja, so einfach wird das nicht sein. Ich bringe die Handlanger des Jägers zum Reden. Zeig mir, wo sie sind, und ich bringe sie zum Reden. Einer der Handlanger des Jägers rekrutiert Einheimische für seine Todeseinheit, um dass ich das auch meinem Vater erzählt habe. Ich hatte auch eine Vertraute, die den Orden ausspionieren sollte. Sie wurde zuletzt im Sumpfgebiet gesehen. Ich suche dort nach ihr. Außerdem sind in dem Dorf Potidia viele Menschen schwer erkrankt. Ich habe den Orden im Verdacht. Okay. Deine Vertraute im Sumpfgebiet. Weißt du, was passiert ist? Sie sollte einen Mann des Ordens ausspionieren. Er befehligte die spartanischen Truppen in der Gegend. Er könnte ihr Schreckliches angetan haben. Wir müssen sie retten und weitere Informationen über den Jäger beschaffen. Erzähl mir mehr über die Lage in diesem Dorf. Die Einwohner sind sehr krank. Dahinter kann nur der Orden stecken. Der Archon nimmt sich zwar des Problems an, aber ich zweifle an seinen Absichten. Du hast Dareos von einem Anwerber des Ordens erzählt. Wo finde ich deinen Vater? Er könnte etwas Neues wissen. Der Anwerber hielt Treffen rund um die Bauernhöfe in Makedonien ab. Einer liegt nahe dem Versteck. Ich gehe diesen Spuren nach, um den Jäger zu finden. Cherin Atakas. So. Wir sehen uns in Portidia. Unterhaltung mit. Okay, die Jagd beginnt. Okay. Mehrere Quests angenommen. Also, jetzt müssen wir natürlich gucken, welche Quest. Normalerweise mache ich das immer so, die naheliegendste. Ach du Schande. Heimat, deine Sterne. Vom Jäger zum Gejagten. Geheimnisvolle Krankheit. Machen wir die zuerst, weil die sieht am naheliegendsten aus. Das heißt aber nicht, dass es ist. So, ihr wisst, wie ich das handhabe. Ich gehe gerne zu Fuß und vor allen Dingen hier in Gebiet rein. Aber ich glaube nicht, dass man hier seltenere... Informationen über den Jäger finden. Wie schwer kann das schon sein? Abwarten. Das kann schwieriger sein, als man denkt. Ja. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich dem... Ja, sicher, der hat uns bekämpft, weil er nicht wusste, wer wir waren, aber... Da hat er direkt den Kampf eingestellt. Okay. Und schon wieder überall Leichen, also sind wir richtig... Ja. Überall sind Leichen. Meine Güte, ne? Leichen.
Eichenpflastern seinen Weg. Ne? Oh, halt. Moment. Wow. Okay. Das sind Spartaner. Poteiler, ja. Wisst, was ich mache? Es wird Nacht. So. Und jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir die erstmal richtig schön lecker auseinander. Ja. Ich will die schön zerschlagen. Spartaner. Kann da wohl nicht wahr sein. Kommt. Du komm doch endlich mal hier hin, du Arsch. Feige Sau. Nee, da kann ich nichts machen. Sorry. Kann ich nichts machen. Okay. Kann ich... Was hast du gesehen? Nimmer nötig. Hier bin ich. Schnauzeköter. Hält die Bank. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Haben wir erledigt. Da oben ist auch noch einer. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin und holen uns auch diese Schatztruhe. Ja, das ist zwar eine kleine, aber nee, doch nicht. Ja, doch eine etwas kleinere. Die haben wir. Ist hier sonst noch irgendwas gewesen? Was Wichtiges? Nee. Ja, eine Waterkant. Sie hat schon wieder Waterkant gesagt. So, dann befreien wir die Dame mal da, oder wer das ist. Aber müsste doch die sein, ne? Ja. Wo ist diese nichtsnutzige Ärztin, wenn ich die in die Finger kriege? So, dann sag mal an, Kumpel. Wenn du mein Problem nicht lösen willst, bin ich nicht interessiert. Oh, die Söldnerin mit dem Adler. Ah, Cassandra, du bist da. Das ist... Großartig. Noch jemand. Wenn ihr hier nichts Wichtiges zu erledigen habt, sollten wir unsere kleine Gruppe auflösen. Was? Bitte, mir geht's gut. Ehrlich.
Der hat entweder mit dem Kult zu tun oder hier mit dem... Ja. Der Mann hat Angst. Wohin führst du ihn? Das geht dich nichts an, Söldnerin. Jedes Anzeichen von Krankheit muss ausgemerzt werden, um jeden Preis. Du musst der Archon von Potidea sein. Erzählt mir von der Krankheit. Die, genau wie diese üble Plage. Diese Idioten stecken sich schneller an, als wir ein Heilmittel finden können. Ich hörte, es gäbe eine Ärztin in diesem Dorf. Wir suchen sie. Wer nicht? Diese Malakas ist auf der Suche nach Zutaten. Ich habe schon Männer nach ihr geschickt. Wenn du so viel Zeit für Geplänkel hast, warum hilfst du nicht einfach? So, was ist das für ein Wichser? Ich finde diese Ärztin. Gut, tu das. Sie ist nie da, wenn man sie braucht. Wenn du sie nicht findest, brauchst du nicht zurückzukommen. Wenn du dir das einfängst, was hier grassiert, werde ich auf einem der Leichenkarren Platz machen müssen. Sag mal, kann ich dem eine reinkleistern? Nur weiter so, dann braucht es Platz auf dem Karren für jemanden deiner Größe. Drohe mir nicht, Söldnerin. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Oh doch. Ihr müsst doch wissen, wo sich die Ärztin ungefähr aufhält. Diese Malakas ist in den Wald gegangen. Sie murmelte etwas von Zutaten. Eine Plage, ein niedergebranntes Dorf. Das ist doch kein Zufall. Natürlich ist das kein Zufall. Wir wurden verflucht. Ich schaue mich um. Treffen wir uns wieder hier, wenn du fertig bist. Mhm. Kann ich dem nicht eine reinkleistern? Es gibt unzählige Wälder in Makedonien. Wo genau soll ich die Ärztin suchen? Irgendwo östlich von Potidea, wenn man der Küstenlinie folgt. Ich habe einige Männer nach ihr ausgesandt, aber sie sind noch nicht zurück. Okay. Der Ort untersteht dir. Du musst doch eine Ahnung, dieser Krankheit auf sich hat. Ich weiß nur, dass sie ausgebrochen ist, als das Dorf brannte. Du scheinst etwas über die Brände hier zu wissen. Ich weiß gar nichts und ich will nichts damit zu tun haben. Ich weiß nicht. Ich kümmere mich jetzt um die Ärztin. Bitte, beeile dich. So. So, was steht da genau? Die Männer des Archons suchen dann. Okay, sie wurden zuletzt an der Küste der Dreifachhalbinsel Chaldiki gesehen. Sie wollte in der Unterwasserkaverne im Osten der Potaida nach Zutaten suchen. Dreifach, okay. Also zuletzt in der Küste Dreifachinsel gesehen. Sie wollte in Unterwasserkaverne. Na toll, Unterwasserkaverne. Das war, ich folge dem mal ja. Sie wollte in die Unterwasserkaverne. Ich werde mal da suchen. Ja. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich werde mal in diese Richtung gehen. Aber, sie wurde zuletzt an der Küste der Dreifachhalbinsel Chalkidiki. Chalkidiki. Ja, hier. So, die Männer, okay. Sie wollte in der Unterwasser. Nee. Auf keinen Fall. Wir müssen einmal rumgehen, das hilft alles nichts. Ja, an der Küste lang. Ja, das ist ja hier. Also muss ich hier lang gehen, bis sich irgendwas tut. Oder auch nicht. Dann habe ich halt Zeit verschwendet, aber gut, ich kenne das Spiel ja nicht. Woher soll ich das wissen? Oh Gott. Normalerweise müsste der jetzt schon reagieren. Siehst du wohl, sag ich doch. Halt. Ich hab sie. Ja, sag ich doch. Müsste dann schon reagieren. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich da vorfinde. Schnauze! Scheiß Vieh! Halt! Wo ist er? Wo ist er?
immer die Drecksau. Die feige Sau, ey. Typisch. Auf dem Arsch. Tolle Wurst, ehrlich. Danke. Diese Männer waren... Oh. Du bist die Adlerfrau. Mhm. Du musst die Ärztin aus Potidea sein. Der Archon sucht schon nach dir. Natürlich tut er das. Ich wusste doch, dass etwas nicht stimmt, als seine Wachen auftauchten und mich angriffen. Was? Er scheint extreme Maßnahmen zu ergreifen. Das stimmt. Und obwohl ich seine Sorge um das Dorf gut verstehen kann, sollte das nicht auf Kosten Unschuldiger gehen. Das stimmt. Gehen wir zurück nach Potidea. Noch nicht. Banditen haben meine Zutaten gestohlen und versteckt. Nur mit ihnen kann ich das Dorf retten. Gut. Sterben. Ich besorge deine Zutaten. Wie erwartet bist du so gütig, wie du aussiehst. Ich danke dir für deine Hilfe. Mhm. Du musst einen Plan haben, um die Dorfbewohner zu retten. Diese Krankheit. Sie tötet langsam durch Ersticken. Doch meine Arznei ist die Lösung. Das Dorf verlässt sich auf mich. Und nun verlässt es sich auch auf dich. Besorge die Zutaten. Und ich gehe zurück ins Dorf und bereite sofort mehr von meiner Arznei zu. Wir sehen uns in Potidea. Ja, genau. Ich gehe zurück in die Stadt. So. Bring meine Zutaten dort. Erreiche. Was? Mein Schiff? Wieso soll ich mein. Hä? Geheimnisvolle Krankheit. Ja gut, dann erreiche ich jetzt mal mein Schiff. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, was das soll. Ich denke, ich soll die Zutaten holen. Oder kann ich die nur auf dem Meeresgrund kriegen? Ja? Giftige Fische, Haie, was weiß ich. Blauringkrake. Zitteraal. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Ach du Scheiße. Jetzt sehe ich das gerade. Na gut. Als wenn ich geahnt hätte. Nella! So. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Oliver! Mal gucken, was die aus. Offene Gewässer! Ja. Du wirst doch jetzt nicht hier mit mir kämpfen wollen, ne? Auf Position! Och nein! Haltet eure Waffen bereit! Na dann! Ah! Erhöht das Tempo! Auf geht's! Na, 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 na. Das war dein Fehler. Gut. Macht schneller! Moment. Langsam! Ach so, nee. Wo sind denn jetzt die Sachen? Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Was sollte das denn jetzt? Verstehe ich nicht. Aber gut, ich mache das, was da angezeigt wird. Ach so, die Schiffe bekämpfen. Die haben die Heilmittel. Ach ja, jetzt schnalle ich dann mal. Sorry, das bei mir dauert es immer ein bisschen. Ja. Können die. So, jetzt. Beeilt euch! Kämpft, wenn ihr Seeleute seid! Ja, das geht. Volles Programm. Ja, voll.
Brief von Banditen für heute die Frau Christian Auge. Wir müssen Adlerfrau bringen. Sie bezahlt uns erst dann, wenn er hat. Müssen wir den Kopf der Adler. Achso. Okay. Ja. Okay. Bezahlt uns erst dann, wenn. Na prima, Brief vom Banditenführer, Questgegenstand, okay. So. Nee, besorgen, woher sollte ich wissen, dass die Schiffe liefere der Ärztin in Portai daher? Machen wir. Ja, hätte ich am liebsten gemacht. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes. Na dann, jetzt bin ich mal gespannt. So, aber wie es weitergeht, ihr wisst Bescheid, sehen wir in der nächsten Folge. Bye, bye.